Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Alien, die Wiedergeburt für die PlayStation 1. Wir sind bei Teil 27 angelangt. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es noch einen weiteren Teil von diesem Schauen wir mal Projekt geben wird, aber ja, jeden, der den 26. Teil gesehen hat, weiß, was da vorgefallen ist. Wir sind noch immer in diesem Kantinenkomplex mit der Ripley und ich bin so oft abgeragelt im vorigen Teil, immer an der gleichen Stelle, und ich habe extreme Munitionsknappheit, alles mögliche. Irgendwie haben wir es dann, ich habe immer wieder gesagt, okay, einmal probieren wir es noch, dann höre ich auf, einmal probieren wir es noch, dann hören wir auf. Und lustigerweise beim letzten Mal, wo ich dann mal gedacht habe, okay, wenn es jetzt nicht schaffen sollte, dass ich irgendwie weiterkomme, überlege ich mal halt eben, dass ich aufhöre mit dem ganzen Projekt, weil es nicht mehr schaffbar ist, das Spiel. Eben, es fehlt an der Munition überall und die einzige Munition, die man bekommt oder die man hat, ist teilweise unbrauchbar. Weil, schauen wir uns jetzt ganz kurz das Arsenal an, was wir noch haben. Wir haben die Pistole mit unendlich viel Munition, ist ja an sich cool, aber es hilft einem nichts, die Patronen sind zu schwach, du brauchst ein ganzes Magazin für ein Alien, und damit du das wirklich zur Strecke bringst, ohne dass es dich umbringt, brauchst du eine gewisse Distanz dafür. Das ist so gut wie unmöglich. Was haben wir noch? Wir haben den Granatwerfer gekriegt, an sich eine gute Waffe. Wir haben auch ein bisschen Munition dafür, aber wenn das Alien zu nahe ist oder die Explosion einfach zu nah von dem Granatwerfer, bist ahi. Ist, wie gesagt, es ist eine gute Waffe, wenn man trifft und alles, aber ansonsten ist es eine Chance. Der Flammenwerfer ist eine Katastrophe, den können wir eigentlich nur gegen Facehacker einsetzen, sonst nichts. Pulsgewehr, wir haben 0 Schuss fürs Pulsgewehr, / fürs Maschinengewehr, das ist ja immer toll. Und wir haben gerade mal mit Bauchweh haben wir jetzt noch 6 Schuss für die Schrotflinte. Das war's. Und wir haben noch immer 17 Autodock-Einheiten, falls wir befruchtet werden von Facehackern. Aber sonst nichts, außer unserem super tollen Lamperl. Das war's. Ich habe noch die Hälfte von meiner Lebensenergie und hier haben wir geendet, eben bei diesem Speicherpunkt, weil wir durch die Kantine jetzt durchgetaucht sind, weil die ist unter Wasser, weil das Kühlsystem nicht mehr funktioniert, irgendwie sowas. Und ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwie noch weiterkommen. Aber ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Einfach einmal schauen wir mal, was draus wird. Wie weit wir überhaupt noch kommen, ob wir es vielleicht irgendwann schaffen sollten, dass wir das Spiel beenden können. Und ich schaue noch gar, ob ich... Ja, es rennt. Es rennt eh alles. Okay, jetzt war ich mir nicht sicher, ob alles auftritt ist. Und es ist heute eben noch immer Sonntag, der 28. Mai. In der Früh oder am Vormittag habe... Nein, es war eigentlich Mittag. Da habe ich die vorigen zwei Teile aufgenommen und ich wollte auf jeden Fall jetzt dann noch einen Teil aufnehmen, weil es mich interessiert, wie es hier weitergeht. Weil, das muss ich auch zugeben, ich habe das Spiel früher, ich habe es früher gespielt gehabt, aber ich habe es nie durchgespielt und ich weiß, ich bin nie so weit gekommen. Und deswegen interessiert es mich, wie es jetzt weitergeht. Jetzt nur nicht das Saufen. Alleine, dass ich die zwei jetzt mit einem Schuss dahingestreckt habe, ist schon ein Wunder und ein Wahnsinn. So, wir haben hier einen Lüfter, der gibt uns ein bisschen Sauerstoff. Wir haben hier noch einen Lüfter, das ist gut. Aber langsam sehe ich nichts mehr. Deswegen drehen wir noch die Lampe auf. Also ab, damit wir es wieder aufladen können. So, wir sind quasi von der Seite gekommen. Ich schaue mich jetzt aber nochmal um, weil nur für den Fall der Fälle, dass wir vielleicht irgendwas nicht gesehen haben. Ja, da ist nichts. So, Luft, 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 Luft.
Und noch einmal aufladen lassen. Und der einzige Grund für den Fall der Fälle, dass eben ein paar Zuschauer dabei sind, die eben von Anfang an dabei sind, also von diesem Projekt, habe ich ja schon erwähnt, ich weiß, es gibt bei dem Spiel gibt es auch noch so ein Elektrogewehr. Zumindest, was ich mich erinnern kann. Und das weiß ich eigentlich nur deswegen, ich bilde mir ein, erstens auf der Verpackung, auf der Rückseite, bei den Screenshots hat man einmal ein Bild mit diesem, also mit dieser Elektronikwaffe. Aber ich weiß, ich habe einmal das Spiel geladen, vor ein paar Jahren, weil es mich interessiert hat, weil ich mal online habe ich mal Cheatcodes gegoogelt und die wollte ich mal ausprobieren. Und da weiß ich noch, da habe ich mich ins letzte Level gecheatet, halt eben mit diesen Cheatcodes. Und deswegen weiß ich, da hat man, glaube ich, im allerletzten Level fängt man mit der Waffe an, die hat man dann einfach. Da ist nichts, da ist absolut gar nichts. So, ich möchte mich da unten noch einmal umschauen. Also ich möchte nur wissen, ob der Aufzug da daneben, ob der irgendwie aufgeht oder was. Ich meine, der geht ja auch nicht auf. Na. Obwohl eine Autodog-Einheit und ein Erste-Hilfe-Kästchen drinnen sind. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich werde eins machen, ich werde darüber tauchen und werde drauf, also auftauchen. Mal schauen, was da passiert. Ich kann mir nicht vorstellen. Was war das gerade für Grafikfehler? Ein bisschen an Sauerstoff. Nur schauen, ob da irgendwo was ist. Aber da ist nirgends was. Na. Da ist nix. Gut, also rauskommen. Kommt überhaupt irgendwo raus? Es schaut nicht so aus, als wenn ich darauf komme, oder? Schauen wir mal. Da rutscht man jetzt. Ah, nein, da kommen wir doch irgendwie rauf. Kommen wir nicht drauf. Kommen wir auch nicht drauf. Da müsste man, ne? Kommen wir auch nicht. Okay. Wenn wir rutschen immer wieder ab. Der lasst uns nicht weiter rauf. Na, geht nix. Schau mal auf der Seite. Na, aber da ist auch nirgends eine Möglichkeit, dass man raufkommt. Ah, da geht's weit. Na, sind wir nicht von da. Von wo sind wir. Na, Blödsinn, wir sind von da unten gekommen. Mein Gott, na. Ich will noch mal ganz kurz schauen, ob da irgendwo was ist. Aber ich glaube nicht, na. Gut. So. Kurz noch aufladen, die Arschlampe, dann geht's schon weiter. Okay, da geht's runter.
runter? Ah, da geht's rauf. Ja, wenn ich... Sorry, da hat's mich gerade gerissen. Ich würde nur kurz schauen, aber wenn man, sobald man da draufsteht, kann man immer mehr runterfetzen, weil ich kann nicht so... Genau. Das heißt, das hilft eh nichts. Kavum. Eine Autodog-Einheit und ein mittleres. Was war das gerade? Das hat ihn erwischt, ich pack's nicht. Das mitkriegt, das soll angeblich. Also, ich stelle mir es jetzt so also vor, dass die Druckwelle, was da oben entstanden ist, ihn unten umgebracht hat, und die aber genau dort, entweder durch ihn haben wir, also er, das Alien hat quasi ein Schutzschild gebildet, weil wir sind nicht davon getroffen worden und er hat uns auch so nicht erwischt, glaube ich. Oder wenn, dann nur minimal. Also. Ich sehe es. Pass auf, wir haben eh ein mittleres, das, damit haben wir die Hälfte unserer Lebensenergie jetzt draufgeladen. Es wird, glaube ich, nicht funktionieren. Oh, okay. Ganz kurz, ich habe jetzt auch nur gesehen, von wegen unten beim Motion Tracker 15. Ding Lamperl, jetzt habe ich geglaubt, um Gottes Willen, was hängt denn da alles rum? Die werden wir da oben nicht treffen. Aber ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt vorgehen, werden wir es so auch nicht treffen, außer... vielleicht ausnutzen. Ich meine, im Endeffekt, also ist es nur fair, weil ich glaube, ich habe eh, also zwei Granaten habe ich auf jeden Fall abgefeuert auf die zwei Vollidioten da. Hell. Schauen wir uns um, so gut wie es geht, bevor wir jetzt wieder... also abkrageln. Und aufpassen, dass wir da nicht eine fallen, oben fallen, was auch immer. Jeder Weg könnte wieder mal der richtige sein oder der falsche.
Ja, da tobt mal wieder irgendein Kampf, den die Aliens gewinnen. Weil bis jetzt, da haben wir es nur ein einziges Mal gesehen, dass nicht die Aliens gewonnen haben. Also, dass die anderen gewonnen haben und nicht die Aliens. Und das war halt eben mit dem einen Soldaten da in dem Gang, wo's da diesen, na, dieses Last Man Standing da gehabt haben. Ist schon länger her. Ich weiß nichts, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ich will da nicht runterfliegen. Theoretisch glaube ich eh, dass wir dorthin gehören. Es ist nur, ich würde es mir nie verzeihen können, wenn ich jetzt da vorne irgendwo Munition liegen lassen würde. Okay, nein. Paar hübsche Stiefel hätten wir hier, ne? Ups. Hängen wir fest. Ja, da oben hängt er. Es war wieder das. Oh, sorry, das war voll und ganz mein Fehler. Ich habe mich voll verschalten wieder mal, wenn es um die Waffen geht. Das F-Wort wollte ich jetzt gerade wieder sagen, aber ich habe mir gedacht, ich will ja mal schauen, dass ich mich wieder ein bisschen einkriege in den nächsten Folgen. Man muss nicht dauernd schimpfen und Kraftausdrücke benutzen. Wobei dieses Spiel testet mich aber sowas von. Gut, wir wissen, dass wir hier nichts kriegen. Das heißt, wir tauchen gleich weiter. Okay, das heißt,
der Grund, warum der hingeworden ist, war der, weil er rausgeschaut, wobei man hat eh gesehen, ich hätte es eigentlich erwischt, aber angeblich ist er an ihm vorbeigegangen. Es ist rausgeflogen, wieder reingeflogen, dann hat es ihn von hinten erwischt. So schaut's aus. Gut. Mittleres, gut. Ich meine, theoretisch müsste man da jetzt gar nichts fetzen. Letztes Mal schon gegangen ist. Hauptsache die Taktik kann man weiterverwenden, das ist gut. Das ist gut, so. Ja, hat es da irgendwas gegeben eigentlich? Na, gell. Da drüben ist der Eingeklemmte, da ist nichts und da können wir rübergehen. Aber da kommt jetzt da ein Alien und das habe ich ja zum Glück erwischt gehabt. Das heißt, da hoffen wir, dass wir es jetzt da wieder schaffen. Ich darf nicht zu hoch und ich darf auch nicht zu niedrig schießen. Bitte, komm! Das sind genau diese Stellen, die man so auf gehen, wo ich dann sag, LMAA. Weil wir haben jetzt so gut wie keine Munition mehr. Und gerade die Schrotflintenmunition habe ich vorher, beim vorigen Mal, habe ich es mal aufgehoben gehabt. Gut, wenn ich raufschalte, kommen wir dahin. Wenn ich runterschalte, kommen wir dahin. Ja, der Flammenwerfer bringt es gerade nicht wirklich. Wenn mich dafür jetzt das andere Alien in Ruhe lässt, nehme ich das gerne in Kauf. Ich habe 17 Autodog-Einheiten. Der wartet so lang? Alter! Ich möchte es noch einmal probieren, auch wenn wir jetzt schon wieder eigentlich da wären, aber ehrlich gesagt ist, ja. Ich möchte auch schon, dass, wie gesagt, ich will ja schauen, dass wir weiterkommen, beziehungsweise möchte ich schon, dass ich endlich das Spiel durchspiele. So, nochmal ganz kurz nachschauen. Nicht, dass ich da vielleicht irgendwo das vergessen hätte. Nein, gell, die wollen nicht, dass wir Munition haben. Die wollen einfach nicht, dass wir das irgendwie, dass wir Chance haben. Das ist so viel Hilfe. Okay. Nein, ich will nicht raus. Thank you.
Ich möchte noch einmal Luft holen, das ist alles. Ich will jetzt... Na, wurscht. Es ist aber auch so, so geil wie immer. Beim allerersten Mal, wie wir da drinnen waren, das haben wir so sauber und so gut getroffen und alles. Und je öfter wir spielen, desto schlimmer wird's. That's what I am talking about, so. Gut. Das heißt, wir müssen da weiter. Oben gibt's ja nichts, ne? Und schon wieder. Warte mal kurz. Da waren wir auch noch nicht drinnen. Also Blödsinn, der ist von da gekommen, wo wir herkommen sind. Ach Gott, ich habe jetzt geglaubt, da ist irgendein Secret, beziehungsweise irgendwas. Hey Leivand, da hast nicht hingeschaut, vielleicht kriegst du da... irgendeine Munition oder was? Nein, schmeck's. Jo. Also wir wissen jetzt wenigstens, wo wir hin... Allein das dauernd, das... Ja, man hört Schrotflintenschüsse da unten. Schön, dass die wenigstens eine Munition haben, im Gegensatz zu mir. Gut, mittleres. Ich den hab. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2.
Gut, vergessen wir diese geschissene Idee von wegen, dass wir dieses Ding als Sprengfalle benutzen. Es ist unmöglich. Ich probiere es noch einmal. Ist mir jetzt wurscht, wie lang die Folge wird. Das ist so unnötig. Es wird wahrscheinlich möglich sein, weil, wie gesagt, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das immer probiere. Ich versuche, Munition zu sparen. Und ja, haben wir halt eben gedacht, hey, das wäre eine gute Möglichkeit, irgendwie eben Munition zu sparen. Ich schieße dieses Ding an und warte dann drauf, bis das Alien daherkommt. Und dann schieße ich es nochmal an, dass das genau neben mir in die Luft fliegt. Kannst aber vergessen, weil vorher kommt der Facehacker. Den Facehacker triffst du vorher nicht. Gut, wir spielen weiter. Das ist jetzt eine Granate umsonst abgefeuert habe, ja. Ich hoffe nicht, dass an der einen Granate liegen wird, ob wir das Spiel schaffen oder nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich glaube es jetzt einmal nicht. So. Aus. Zack. Hätte man sowas von erwischt. Aber wenigstens das bleibt zumindest so wie es ausschaut immer gleich. So, machen eh immer alles fast zur gleichen Zeit, weil ich vergesse auch immer wieder wegen dem. So, das müsste die richtige Höhe sein. So, jetzt kommt der nächste. So. So, ich schieß an. Aber jetzt machen wir was anderes. Und zwar Flammenwerfer gängern. Ding, und wenn man da jetzt zweimal weiter, okay. War da irgendwas? Na klar. Na gut, auf kurze Distanz. Gut, wir hätten einen Speicherpunkt erreicht. Schön.
schon wieder Granatwerfer. Ich will ehrlich gesagt den Granatwerfer nicht mehr haben. Ich möchte Munition fürs Pulsgewehr finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Oder von mir aus für die Schrotflinte, die kann auch noch was. Aber nicht dauernd das Deppert. Es sind immer die falschen Munitionsarten. Ich meine, sie könnten noch fieser sein und ich könnte dauernd Munition für einen Flammenwerfer finden. Ne? Dann wäre es ja überhaupt lustig. Aber ich werde jetzt einfach mal die Folge hier beenden. Warum, weswegen, weshalb? Weil wir hier einen Speicherstand haben. Wieder mal. Also, ich sage immer einen Speicherstand, einen Speicherpunkt haben wir erreicht in dem Spiel wieder mal. Oder eine Speicherstelle, ist mir wurscht. Aber ja, das können wir sowieso überschreiben. Den anderen lasse ich mal noch für den Fall der Fälle. Es, wie gesagt, wenn wir das als Sprengfalle benutzen könnten, wäre es gut, dann hätte man vielleicht ein bisschen an Munition wieder gespart, aber nicht so viel. Wie gesagt, das Restliche schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Ja, damit wären wir am Ende von Folge oder Teil 27. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Für mich wird es immer frustrierender, aber langsam oder sicher gibt mein Geist auch schon auf bei dem Spiel. Es ist eh wurscht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge sehen solltet. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.